Jahr kommt mein Buch raus. Voller Schub. Robert Amper, der Mann hinter Captain Norrit. Und als Dankeschön für euch lese ich euch jetzt ein Kapitel aus diesem Buch. Und zwar ist das Kapitel Nummer 2 mit dem Titel Ohren. Wer von euch kennt noch Fimo? Fimo ist eine Knetmasse, die es damals sinnigerweise nur in Schwarz oder Weiß gab. Ziemlich eintönig in einem kleinen Block. Dieses Material wurde dann beim Kneten immer weicher und man konnte es zu allen möglichen Dingen formen. In meinem Fall waren es Ohren. Ja, was sonst? Im Backofen wurde das Material dann fest. Das Problem war nur, dass es verhältnismäßig schwer war. Das heißt, als ich mir meine ersten selbstgemachten Ohren aufsteckte, sah ich damit mehr aus wie Yoda. Die Dinge waren nämlich so schwer, dass meine Ohren damit einfach seitlich runtergeknickt sind. Ja, ich sah aus wie ein Idiot. Das hinderte mich jedoch nicht daran, weiter zu experimentieren, was dazu führte, dass ich nach etwa 4 Monaten eine Schublade voll mit Ohren in den verschiedensten Ausführungen hatte. Damals kam von den Eltern manchmal der Witz, einen Satz Ohren für jeden Tag der Woche. Hö. Da dachten die noch, das wäre nur so ein vorübergehendes Ding. Ja, wie man ja mittlerweile weiß, nein, das war's nicht. Wenn man jetzt böse wäre, dann könnte man sagen, dass alles, was mit Raumschiff Enterprise zu tun hatte, zur Besessenheit geworden war. Wenn ich jetzt objektiv und ehrlich bin, dann stimmte das auch. Ja. Es war für mich tatsächlich sowas wie eine Realitätsflucht. Ich war 11 Jahre alt. Naja, die wirkliche Welt war nicht so meins, aus den verschiedensten Gründen. Ich war in der Schule immer jemand, der verkloppt wurde. Ich war immer so ein bisschen der Außenseiter, immer der mit der Brille. Ich begann dann jedenfalls mit einem völlig neuen Werkstoff zu experimentieren, mit Pappe. Hier, mein Lieber. Ich fing an, mir Grundformen für die Ohren auszuschneiden, eben aus Pappe, um dann die Teile an den Rändern, die organisch aussehen sollten, aus Fimo zu modellieren. Und wie heißt es so schön? Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. In meinem Fall waren es dann Ohren und kein Krug oder Brunnen, sondern meine Eltern bzw. der Backofen in der Küche, denn ich hatte permanent immer irgendwelche Ohren im Ofen. Den großen Knall gab es, als eines Abends Freunde meiner Eltern zu Besuch kamen. Wir lebten damals in dem kleinen Ort Gauting in der Zugspitzstraße 32,5. Und nein, das ist kein blöder Witz und das war lange vor Harry Potter, aber es war tatsächlich so. Die Hausnummer lautete 32,5. Warum auch immer. Auf jeden Fall zurück zum Besuch meiner Eltern. Dieses befreundete Ehepaar kam zu uns ins Haus. Sie mussten dann 3 Treppenstufen hoch. In der Mitte gingen 2 Räume ab. Einmal nach rechts das Bad und dann links direkt die Küche. Geradeaus ging es ins Wohnzimmer. So weit kamen die aber gar nicht. Es war nämlich so, dass dummerweise in einer Linie mit der Küchentüre von der Mitte dieses Gangs aus genau das Fenster des Backofens war. Ihr ahnt, was kommt, oder? Aha. Ja, dieses Pärchen erschrak sich ganz schön, denn was die da sahen, waren ein paar abgetrennte Ohren im Backofen und die waren auch noch hautfarben. Denn eines der schönsten Geschenke der Industrie war für mich, dass Fimo etwas später auch in Grau, Rot, Gelb, Grün, Blau und Hautfarben produziert wurde. Ich glaube, damals stand auf diesem Block die Farbbezeichnung Fleischfarben. Aber das klang irgendwie seltsam. Nun, ja, da lagen also 2 abgetrennte Ohren im Backofen. Die Besucher meiner Eltern waren zu Tode erschrocken, weil sie dachten, sie sind bei Kannibalen gelandet, die Ohren backen. Das wurde dann schnell aufgeklärt. Das sind keine Kannibalen, das ist nur ein Irrer, der da oben im 1. Stock hockt und darauf wartet, dass seine Ohren fertig sind. Aber nicht um sie zu essen, sondern um sie auf seine eigenen zu stecken. Die Situation war nicht einfach. Mir wurde verboten, Ohren zu backen. Aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Das heißt, ich habe es ganz einfach so gemacht,
Ich habe die Zeiten, in denen ich unbedingt backen musste, weil wieder neue Ohren dran waren, auf die Zeiten gelegt, in meine Eltern nicht zu Hause waren. Ja, Eltern raus, Ofen, Ohren rein. Ja. Ich hatte irgendwann den Bogen so weit raus, dass ich wusste, wie ich aus Pappe diese Ohrform ausschneiden konnte. Dann die Innenseite so ausschneiden, dass man das ganze Konstrukt über die eigenen Ohren drüber schieben konnte. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Ja. Ja, nun, das einzige Problem war, dass diese Ohren natürlich groß genug sein mussten, damit sie um die eigenen Ohren rumgehen, drüber passen. Ich sah also eher aus wie ein hellhäutiges Wildschwein. Diese Pappdeckelohren waren zwar so leicht und stabil, dass sie schön gerade waren, dafür sah ich von der Seite aus, als ob ich mir kleine Tennisschläger an den Kopf getackert hätte. Egal. Ich war glücklich und zufrieden und alles war gut. Ja, nun, das geht noch weiter. Was aber niemand verhindern konnte, das war meine Frisur. Ich sah aus wie ein kompletter Volltrottel, das machte aber nichts, denn ich hatte versucht, mir die Haare vorne so gerade zu schneiden, wie Mr. Spock sie trug. Das ging allerdings gründlich schief, denn ich sah aus, als ob mir jemand einen Topf auf den Kopf gesetzt und dann an der Kante entlang geschnitten hätte. Könnt ihr euch ja sicher vorstellen, ja? Ja. Die ganze Sache hatte dann aber nicht den erwünschten Effekt und Erfolg. Die Leute waren nämlich nicht der Meinung, wow, der sieht aus wie Spock. Die Idee der Leute um mich herum war vielmehr, oh Mann, der sieht aus wie ein Idiot. Tja. So viel zu den Ohren. Das Thema Ohren war wirklich ein sehr großes und wichtiges für mich. Und jedes Mal, wenn ich heute irgendwo solche Gummiohren sehe, dann denke ich sofort zurück an den kleinen 11-jährigen Knopf, der ich damals war, in einem blauen Niki-Pullover, der nicht ganz die richtige Farbe hatte, mit einer Topffrisur, die ihn aussehen ließ wie einen kompletten Idioten und mit eben auch diesen Pappdeckelohren. Aber ihr dürft mir eins glauben: Mit dieser idiotischen Frisur und diesen unglaublich dämlich aussehenden Pappdeckelohren, ich war glücklich. Ja. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und vielleicht hat es euch ja sogar ein bisschen an eure eigene Kindheit erinnert. In diesem Sinne, auf euch!